Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Oddworld New and Tasty. Nee, Oddworld New and Tasty. So, wie war ja zuletzt? Hier, genau. So, was sich jetzt geändert hat, ist Folgendes. Ich bin die zwei... Wie heißen die eigentlich? Keine Ahnung, losgeworden. Die waren nämlich... ich habe ganz am Anfang nämlich ein Stück Fleisch einfach hingestellt. Dann waren die nämlich beschäftigt. Bin dann hier durchgerollt, hab diese Fleischermaschine angestellt und dann sind die direkt hier reingelaufen und dann habe ich somit erstmal die Aggressiven von den beiden, die Aggressiven von den drei, meinte ich, erstmal ruhig gestellt. So, und jetzt habe ich hier alle Zeit der Welt, mich durchzurobben. So, ich mache hier nochmal einen Speicherpunkt. Aua, war bitter nötig. So, ich will mal gucken, wie weit ich hier noch vorangehen kann. So weit kann ich nämlich, vielleicht sogar noch ein Stückchen. So. Und dann müssen wir mal schauen. Warte, ich mache jetzt hier auch nochmal wieder einen Speicherpunkt. Moment, wie geht das? So, glaube ich, genau. Und dann versuchen wir das nämlich jetzt hier mal durchzuschaffen. Ich glaube, wenn er ganz oben ist, kann man das schaffen. Okay, alles klar. Hat noch nicht geklappt. Immer noch nicht. Alter! Das wird sich wahrscheinlich genauso nervig herausstellen als noch das beim letzten Mal. Nur, dass man jetzt keinen Druck hat und hier einfach nochmal ein bisschen stehen bleiben kann. So. Ich muss noch weiterrollen. Das ist, ich weiß nicht, ob man das mit einem Versuch schaffen kann. Ich glaube fast nicht. Nee, nie im Leben. Alter, ist das scheiße. Ist das scheiße. Ich werde immer hier wieder erwischt, ey. Ich raff nicht, warum. So. Ich weiß aber auch echt nicht, wann ich los muss, ne? So. Eigentlich rein theoretisch. Ich würde ja sagen, wenn das gerade nach unten geht oder so. Oder in der Mitte ist oder so. Wann ist das denn in der Mitte? Oh. Speichern. So, die gleiche Scheiße jetzt von neu und dann bin ich hier endlich durch. In der Mitte ungefähr, ne? Okay, alles klar. Auch noch nicht. Auch noch nicht ganz. Immer noch nicht ganz. Das war zu früh. Junge, ich bin doch fast durch gewesen. Die auch schon wieder. Auch noch nicht ganz. Es muss also so zwischen fast Mitte und dann läuft das. Hier siehst du, ich komme halb fast, also ich komme so fast durch. Das war deutlich zu spät, das habe ich selbst gemerkt. So. Fick dich. Alter. War das scheiße. Meine Güte, das war ja, das war das Schlimmste, was ich bis jetzt machen musste. Definitiv. Alter. Ja, stimmt, das gibt's ja auch noch. Verstehe. Ich bin hier ja noch gar nicht durch. So, jetzt habe ich hier noch ein bisschen Fleisch. Ich gehe jetzt mal nach unten und guck, was da los ist. Was ich hier schon mal machen kann, ist nochmal speichern. So. Boah, ey, diese Schnellspeichertaste. Ich weiß gar nicht, wie ich da vorher mit klargekommen bin. Warte mal, hier sind diese Bienen, ne? Warte mal, ich schmeiß dir mal was dahin. Nein, holt euch mal dieses Viech da, dann ist das down. Tut mir ja voll leid um das arme Teil, ne? Aber besser die als ich. So, hier kann ich mir jetzt die Glockengeschichte anhören. Meine Güte, aber das ist ja echt tricky. Ich bin echt gespannt. Also, da irgendein Checkpoint, das ist eigentlich zu wenig für normal. So, was haben wir denn hier unten? Hier geht's wahrscheinlich runter. Ich gehe mal ein Stück runter, die sichere Abteilung. Da ist auch schon ein Checkpoint, der echt... Da habe ich wohl Bock drauf, den mir zu holen. Muss ich da nicht ständig diesen blöden... Ja, okay, das reicht nicht.
Oh, oh, wo bin ich jetzt? Wo komme ich denn jetzt wieder? Mal schauen. Wahrscheinlich da oben irgendwo. Guck mal, das ist genau. Jetzt wäre ich hier wieder gekommen, ne? Das ist echt voll der Quatsch. Da kann man lieber diese Checkpoints dann nutzen. Ich hätte sie früher nutzen sollen, fällt mir gerade. Ach Quatsch, danach nochmal einmal nutzen sollen. Fällt mir so ein. So. Lass mich in Ruhe. Okay, das haben wir gerade ein bisschen geschickter hinbekommen, definitiv. So, ich sollte das vielleicht ein bisschen schicker werfen, also ein bisschen da in die Mitte. Vielleicht hier nicht abkacken. Oh mein Gott. So. Mal gucken, wie weit ich werfen kann. Moment, ich kann es ja auch mal versuchen, irgendwie so zu machen. Nein, lass mich in Ruhe. Genau, holt euch den mal. So. Alles klar. Speichern. Ja, eigentlich kann ich hier nochmal drauf drücken und dann speichere ich. Ist das eigentlich für euch Cheaten, wenn ich sowas mache? Eigentlich nicht. Ich nutze einfach die Spielmechanik aus, die es da gibt. Die Checkpoints sind, glaube ich, auch dafür da, dass man da wirklich dann an der Stelle auch wirklich wiederkommt, wenn es dann um Speichern geht an sich. Das heißt, das heißt, dass es heißt, ne? Also, sowas, wenn ich jetzt das Spiel beenden würde, dann würde ich nicht an der Stelle wiederkommen, sondern nur an dieser Stelle hier. So, das sieht hier auch schon wieder aus, als wäre das was. Moment, ich habe ja dieses Fleischzeug. Das werfe ich dann nochmal in die Ecke. Komm, ich werfe das nochmal höher, damit das Teil da abgeht und die Bienen da den Scheiß holen. Oh Mann. Okay, es kommen dann diese Viecher wieder. Vielleicht schmeißt das später erst runter. Ne, warte, Moment, ich weiß, was ich mache. Ich schmeiß vorher einfach schon was hin. Achso, der will nichts, ne? Ach, die kommen einfach so runter. Verstehe. Momentchen mal. Ich habe ja hier noch Fleisch, genau. So. Zack. Hüpfen, hüpfen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch irgendwas brauche. Oh mein Gott. Also ich habe mir die, das Feuerding habe ich angemacht und mir das Klingelzeug angehört. Also von daher müsste ich hier eigentlich durch sein im Raum, ne? So. Achso, ich kann jetzt hier weiter. Geht's denn jetzt hier weiter? Achso, ich muss nach oben wahrscheinlich, ne? Da ging es ja gerade auch noch ein Stückchen nach oben. Hei, ne? Also, das ist hier schon nicht ohne. Also, rein theoretisch muss man hier mit so einem Speicherstand klarkommen. Was bist du? Du bist ein Lieben? Achso. Dann, Moment, schmeiß ich dir da mal was hin. Oder euch beiden am besten. Reicht das schon aus, um euch weiter zu treffen? Was bist du denn für einer? Gehst du weg? Momentchen mal. Ich schmeiß den, glaube ich, auch nochmal eins hin. Habe ich noch was? Wo ziehe ich denn das? Das Zielen, genau. So. So. Ist ja alles jetzt schon ready oder kommt hier noch was? Ich habe ein bisschen Angst. Ne, sieht alles sehr gut aus. Kommt keine bösen Spinnies, beziehungsweise, wie heißen sie denn nochmal? Scraps oder Scrubs? Oder, ja, Scrubs hießen die. Wenn überhaupt. Oder es waren diese Paramites. Ich bin mir nicht ganz sicher, eins von den beiden. Okay. Ja, läuft. Dann haben wir jetzt die letzte Tür noch hier. Die werden wir auch nochmal ganz kurz betreten.
Und dann sind wir, glaube ich, zumindest mit dem Teil durch. Das fängt ja schon mal super an hier. Nein, nein, nein. Nochmal zurück. Das wollte ich jetzt natürlich nicht. Ab rein. Gib ihm. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich hier überhaupt hochspringen kann. Na, doch kann ich. So, was bringt das hier? Bringt das hier irgendwas? Das bringt zumindest das hier. Vielleicht bringt das ja irgendwie später was. Da sind die Klingeldinger, die Glocken, meinte ich. Hüpfen wir mal ein bisschen hoch. Dann haben wir auch ein. Ey, ich habe keine Ahnung, was mich hier erwartet. Okay, hier ist schon wieder diese komische Kugel. Down, down, der Spacken. So, hier kann man durch, habe ich gerade gesehen. So. So, Klingelzeug haben wir. Da haben wir gerade so eine Kugel aktiviert. Nee, gar nicht. Das war gar nicht eine Kugel. Das war dieses Rohr. Aua. Das wir aktiviert haben. Da genau, hier. Warte, ich speichere mal ganz kurz. Boah, ich finde das Speichern so geil. Ohne Witz. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich mir so viel Zeit ersparen können. Wobei es jetzt noch nicht so ganz großartige Passagen gab, die echt schwer waren. Komm, ich nehme hier den Speicherpunkt auch nochmal mit. So, Feuer ist entfacht, dann können wir zurück. Also jetzt hier explizit gab es echt Stellen, wo ich dachte, Alter, jetzt wird es aber langsam echt eine Zumutung. So. Wie weit kann ich denn hier... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, ist nicht so schlimm. Ich glaube, dann aktiviere ich das eben hier. Schmeiße jetzt so ein Stück Fleisch da in die Ecke. Und dann laufe ich da durch. So, die Tür ist offen. Ja, wunderbar. Alles klar. So, Leute, hier gibt's was zu phrasen. Guckt euch das mal an. Habt ihr Bock drauf? Ach, lol, die haben es nicht mitbekommen. Moment mal, dann lade ich das Spiel mal eben kurz. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich das alles schon aktiviert habe. Ich gehe nochmal ganz kurz hier rein. Nur mal auf Nummer sicher zu gehen. Ja, okay, habe ich noch nicht getan. Oh, was ich noch machen werde, kurz hier speichern. Wobei ich auch, wenn ich draußen bin, glaube ich, speichere. Ich bin mir nicht sicher. Speichere oder speichere? Ach, ist mir auch egal. Passt schon ungefähr. So. Alles klar, Chef. Dann... Oh, nee, nicht da rein. Ich wollte da nicht runterspringen. Das war jetzt schon wieder der Verwirrung des PlayStation- bzw. Microsoft-Controllers, Xbox-Controllers zu verschulden, da ich gedacht habe, X ist richtig. So, hier nehme ich ein Stück Fleisch. Ach so, das nimmst du dir jetzt. Ich kletter hier jetzt hoch. Ich glaube, ich mache das hier schon mal direkt. Wenn die ganzen Viecher danach herunterkommen, dann renne ich da einfach gleich hoch und springe dahin und hoffe, dass das reicht an der Zeit. So, Edith Claw, den ab geht's und ja, das läuft. Also habe ich jetzt mit euch nichts mehr zu tun. So, tschüss. Wunderbar, dann sind wir jetzt quasi fertig, ne? Müssen wir jetzt hier hoch? Ach so, jetzt ist das große Tor geöffnet. So, jetzt gehen wir ja in dieses Heiligtum rein, theoretisch rein, ne? Da müsste jetzt auch eine... pharaonische Nester. Okay. Okay, dann sind wir jetzt hier. Suche aus der Ferne. Ach, Suche aus der Ferne. Wo komme ich denn hier hin? Ach, hier komme ich hin. Nein. Down. So, dann springe ich hier auch nochmal kurz hoch. Jetzt komme ich noch viel höher. Jetzt bin ich hier.
Lol. Ha, aua. Ja, ist klar. Wie weit soll das denn hier noch gehen? Ich blicke gar nicht mehr durch, was hier überhaupt abgeht. Okay, hier führt auf jeden Fall nichts hin. Ich will auf jeden Fall da in diesen Tempel rein. Nope. Da führt noch einer hin. Ich würde fast schon sagen, der geht dann hier gerade vor. Ja, lol. Was ich gleich machen werde, ist definitiv ein Zwischenspeichern. Hier bin ich rausgekommen. Ach, hier komme ich auch nicht weiter, alles klar. So, dann da rein. Ist das gar nicht so, weil da geht es ja gar nicht weiter. Es sah erst gerade so mega verwirrend aus, weil es hier wirklich hin und her geht. Aber ist anscheinend gar nicht so der Fall. Rein damit. So. Dann eben kurz. Zwischenspeichern. Und hier war ich noch nicht dran. Jetzt bin ich hier. Lol. Moment, da wieder hin. War ich denn hier schon mal? Ne, hier. Ach so, da bin ich eigentlich hergekommen. Oh Gott, ich sehe gerade, die Zeit rennt ja schon wieder. Oh Gott. Dann sage ich mal, wir sehen uns nächste Folge wieder. Und dann genau an dieser Stelle. Und dann schauen wir mal, ob wir hier dieses Rätsel lösen können. Bis dann.